Hi Leute, zweiter Tag Interzoo. Heute hier am Stand von Aquaforest. Genau. Ja. Ich hab's noch nicht mit den ganzen Namen. bei mir ist der Gregor. Ja? Und Es ist Georg, George. Aber Georg, du machst knapp, Kopf, knapp daneben den, ist auch vorbei. Ja, gut, ist ja dein erster Termin heute. Ne? ihr habt hier einiges aufgefahren. Ich habe gesehen, das Becken da vorne, blende ich euch mal kurz mit ein. Mhm. Wie kommt man auf so eine Idee, sowas hier zu, aufzubauen in der Größe mit den Massen an Korallen? Ja, ich glaube, das hat es einfach damit zu tun, wir haben eine sehr gute Verbindung zu dem Korallenfarmer, also der die Sachen da für uns vorbereitet. Mhm. Ne? Also es ist eine Firma, die auch dann da direkt in Polen sitzt. Ne? Und von daher war da einfach so eine enge Zusammenarbeit, dass man dann gesagt hat, hey, ne, denk dir mal was aus für das, für die Show, wo die Leute dann auch wirklich darauf aufmerksam werden. Und so, ne? Und deswegen haben wir dieses Jahr halt so gemacht, dass wir wirklich mit LPS gearbeitet haben, ne? Weil es einfach viel mehr Aufmerksamkeit kriegt, als wenn wir jetzt nur die SPS da reingetan hätten. Oder so. Es bewegt sich alles sehr schön. Genau, es bewegt sich. Ja, genau. Das sieht man ja auf deinen Aufnahmen. Ja, genau, richtig. Ja. Sieht richtig, richtig geil aus. Ja, was habt ihr dieses Jahr also Neues am Start? Wir haben dieses Jahr zwei neue Produkte mitgebracht. Ne? Das ist einmal hier dieses Polyp Up. Mhm. Ja? Das ist im Prinzip ein Produkt, das ist eine Mischung von sehr wichtigen Omega-3, Omega-6-Säuren und dann, also von den Ölen und dann halt zusätzlich dann auch noch die ganzen Aminos. Ja? Mhm. Das ist mehr oder weniger ein Motivator für die Polypen. Ja? Also, ist weiter zu öffnen? Genau, weiter zu öffnen, dass sie es einfacher haben, im Prinzip dann auch die Nahrung aufzunehmen. Also energiesparender einfach. Mhm. Ne? Das verbessert dann natürlich auch die Pigmentierung und so weiter. Und es stärkt, da sind auch Dinge drin, die die Abwehrkräfte stärken. Ne? Also auch für, besonders für die Leute, die halt gerade so nach dem Fraggen oder so, ne? Also wenn das Gewebe noch so ein bisschen offen ist und so weiter, ne? Dann sind die ja sehr empfindlich. Ja. Und das kann man halt mit sowas sehr viel verbessern einfach. Hört sich gut an. Dass sie einfach viel, viel besser dastehen. Ist auch von der Konzentration, ne? Also wir reden hier von 1 Milliliter auf 100 Liter. Ne? Also das ist nicht so viel. Ne? Ja? Also es ist wirklich stark konzentriert und die Leute sehen sofort einen Effekt. Du hast von Ölen gesprochen, das ist eine ölige Konsistenz. Genau. Wie wirkt sich das im Endeffekt auf das Abschäumergebnis aus? Weil es gibt ja so, ich sage jetzt mal, fertige Futter bzw. haltbare Futter, die auf Ölbasis sind. Ja. Das haben wir natürlich ausprobiert, ne, weil wir wollen natürlich nichts, das hat was mit der Oberflächenspannung zu tun. Ne? Ja, genau. Weil sobald du natürlich mit den Ölen die Oberflächenspannung kaputt machst, ne, dann spielt der Skimmer verrückt. Ne? Dadurch, wenn du dir die Dosierung vorstellst, 1 Milliliter auf 100, ne? Die Verdünnung ist so groß, ne? Dass du da eigentlich keine Probleme hast. Ne? Also du wirst es nicht merken. Ne? Okay. Also von daher, das funktioniert sehr, sehr gut. Noch ein weiteres neues Produkt ist das 3-in-1. Das ist im Prinzip so eine All-in-One-Lösung für die Leute, die halt mit den Zusätzen gerne so einfach wie möglich fahren wollen. Okay. Ja? Also wir haben ja dieses Component-System, ne, was aus den Component 1, 2, 3, ne, das kennen die meisten wahrscheinlich, ne, wo man halt diese separate Dosierung mitmacht. Ne? Und wir haben uns hier im Prinzip was überlegt, okay, wie kann man jetzt gerade für den Neustart zum Beispiel oder auch für die, sagen wir mal, für die etwas einfacheren Becken, ne, wie können die einfach mit solchen Sachen arbeiten, ne, dass die es mit einer Pumpe dosieren können. Ne? Ah, okay. Und das ist mit diesem Produkt möglich. Ne? Das heißt, man macht es hier so, ne, dass man erstmal mit so einer Grunddosierung anfängt. Ne? Die liegt so bei ungefähr 5 Milliliter auf 100. Ne? Mhm. Und dann orientiert man sich im Prinzip an den Makroelementen. Ne? Also Calcium, Magnesium, Alkalinität. Und kann man ja dann individuell relativ einfach nachdosieren. Ne? Ja. Und dann, sobald man das dann wieder erreicht hat, kann ich hiermit wieder den Bedarf abdecken. Ne? Ah, okay. Also das wird sich dann damit pendeln. Jetzt ist es natürlich so, wenn das Becken natürlich wächst, ne? Und je nachdem, wie dann auch die Zusammensetzung ist und so weiter. Ne? Da muss man ein kleines bisschen drauf achten, wo was gezogen wird. Dann ja, okay, das sind die üblichen Verdächtigen, die dann sowieso ganz immer genau, ne? Also das ist, sagen wir mal so, ich würde es von der Beckengröße, würde ich so für Becken bis 300 Liter und so, ne? Also die können damit wirklich sehr, sehr gut arbeiten. Hört sich gut an. Also das sind die zwei Produkte, die wir jetzt hier neu vorstellen. Ne? Und daher kann, ist, glaube ich, für hier, hoffe ich, für jeden was dabei. Ne? Ja, denke ich mal. Ja? Klasse, okay. Super. Super. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, vielen Dank für deinen Besuch. Ne? Ich hoffe, dass wir das Polyp Up auch für deine Community so ein bisschen testen. Ja, testest, ich könnte, ne? Würde und ich dass gerne, du denen vielleicht mal zeigst, ne? Weil du kannst das ja sehr schön mit den Bildern, weil das ist ja auch immer schön, wenn man das darstellen kann, ne? Wie es funktioniert. Ne? Mhm. Und das kann man ja bei dir bestimmt ganz gut sehen. Ne? Ich denke. Ja? Können wir gerne ausprobieren. Ja, alles klar. Super. Dann. Tschüss. Ciao. Zusammen. Bis zum nächsten Video.